Niemand weiß genau, wann der erste Mensch auf die Jagd ging. Vielleicht schon vor 2,5 Millionen Jahren. Damals jagt die ganze Sippe zusammen. Der Fleischgenuss lässt das Gehirn der Frühmenschen wachsen. Manche Experten sagen, ohne Jagd kein Homo sapiens. Der Mensch entwickelt neue Jagdtechniken. Zum Beispiel lauert er den Tieren auf, statt sie zu verfolgen. Mit Kindern im Schlepptau geht das nicht. Eine neue Rollenverteilung entsteht. Der Mann sorgt für Nahrung, die Frau bleibt bei den Kindern zu Hause. Schon damals gelingt es den Menschen, Tierarten auszurotten. So verschwindet vor etwa 10.000 Jahren das Riesengürteltier durch übertriebene Jagd. Ackerbau und Viehzucht verschaffen den Menschen in der Antike genug zu essen. Die Freizeitjagd entsteht. Besonders die Römer sind begeisterte Jäger. Sie inszenieren sogar riesige Jagden im Zirkus. Bei der Eröffnung des Kolosseums müssen 9.000 Tiere sterben. In den folgenden Jahrhunderten sichert sich der Adel das Jagdprivileg auf Kosten der hungernden Bevölkerung. Diese Ungerechtigkeit ist ein Auslöser der Französischen Revolution. Sie fegt 1789 die Feudaljagd in Frankreich fort. In Deutschland besteht sie noch 60 Jahre länger. Nach der Deutschen Revolution 1848 erhalten die Landbesitzer ihr Jagdrecht zurück. Zur gleichen Zeit missbrauchen die Vereinigten Staaten von Amerika die Jagd zum Unterwerfen der indigenen Bevölkerung. Mit dem Abschlachten von rund 30 Millionen Bisons innerhalb weniger Jahre entzieht der weiße Mann den Einheimischen die Lebensgrundlage. Mit den Knochen der Bisons düngt man das geraubte Land. In Deutschland entsteht unter Reichsjägermeister Hermann Göring 1934 ein nationales Jagdgesetz, das in Teilen heute noch gültig ist. Heute gibt es bei uns etwa 370.000 Jäger, aber diese fühlen sich bedroht. Neue Jagdgesetze schränken zunehmend ihre Rechte ein. Militante Tierrechtsgruppen sägen ihre Hochsitze ab. Jäger, so sagen sie, brauchen wir nicht mehr. Genug Internet für heute? Oh nein. Denn hier bei Quarks könnt ihr ja beim Prokrastinieren etwas lernen. Also streng genommen prokrastiniert ihr gar nicht. Ihr könnt also guten Gewissens abonnieren oder euch hier weiter umsehen. Viel Spaß dabei.